Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meiner Stunde Beckenboden fit. Mein Name ist Vanessa und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Das Ganze geht ungefähr 20 bis 30 Minuten und ihr könnt es dann hinterher gerne immer wieder wiederholen. Ihr dürft euch zuerst in Rückenlage ablegen, greift an der Rückseite und rollt euch langsam nach unten. Stellt die Beine auf, legt euch gemütlich ab und atmet erstmal tief in den Brustkorb ein und wieder aus. Einatmen und ausatmen. Um euer Beckenboden zu aktivieren, zieht ihr den Bauchnabel zur Wirbelsäule, zieht die Taille lang nach oben, das heißt, ihr macht euch hier sehr schmal und zieht dann den Beckenboden nach innen. Ihr spannt jetzt an und entspannt wieder. Anspannen und entspannen. Um das Ganze noch ein bisschen genauer zu erklären, versucht ihr euren Bauch weit nach oben zu ziehen und unten die Sitzbeinhöcker aneinander zu schieben. Anspannen und entspannen. Wiederholt das noch ein paar Mal. Bei dieser Anspannung sehen wir nichts. Mit der nächsten Anspannung hebt ihr euer Po leicht nach oben ab und senkt ihn wieder und entspannt. Anspannen, abheben, ablegen und entspannen. Anspannen und entspannen. Noch zweimal. Ein letztes Mal nach oben. Und ablegen. Beginnt langsam euer Becken aufzurichten und zu kippen. Dabei drücken wir den Rücken weit weg vom Boden und schieben ihn dann wieder ganz nah ran, ohne das Gesäß abzuheben. Euer Beckenboden darf dabei entspannt bleiben. Schön einrollen und wieder ausrollen. Noch drei. Zwei. Und ein letztes Mal. Und wir kommen in eine neutrale Wirbelsäulenposition. Legt die Arme seitlich neben den Körper ab, drückt die Füße schön in den Boden rein, spann den Beckenboden an und hebe jetzt ein Bein nach oben ab und stell es wieder auf den Boden an. Anheben das andere Bein, abstellen, locker lassen. Beckenboden anspannen, ein Bein nach oben, abstellen, locker lassen. Konzentriert euch hauptsächlich auf eure Bauch- und Beckenbodenspannung und entspannt euch zwischendurch immer wieder. Es reicht, wenn ihr euer Bein bis 90 Grad nach oben abhebt und dann wieder mit Spannung nach unten abstellt. Letztes Mal. Wieder abstellen und kommt wieder in eine Beckenschaukel, um euren Beckenbereich zu entspannen. Noch drei, zwei, eins. Neutrale Position, drückt jetzt fest. Die Schultern in den Boden, die Füße in den Boden, spann den Beckenboden an, roll das Becken langsam nach oben, das Gesäß hebt ganz weit nach oben ab, spann dein Gesäß hinten an und komm langsam wieder nach unten und Beckenboden locker lassen. Anspannen, nach oben abheben. Halte die Spannung und komm langsam wieder nach unten. Jetzt entspann wieder.
zweimal noch anspannen, nach oben kommen, kurz oben halten, aktiv nochmal Beckenboden anspannen, langsam wieder nach unten senken. Letztes Mal anspannen, nach oben schieben, Beckenboden festhalten und langsam wieder nach unten kommen. Komm wieder in eine Beckenschaukel. Noch 3, 2, 1 und neutrale Position. Spann jetzt noch einmal deinen Beckenboden an, schieb dein Gesäß weit nach oben und halte in einer maximalen Position. Dein Gesäß spannt an, Beckenboden spannt an, heb dein eines Bein nach oben ab, welches Bein ist völlig egal, wir wechseln die Seiten ab, abheben, senken und das Gesäß bleibt maximal nach oben gedrückt. Anderes Bein. Abheben, Beckenbodenspannung halten, absenken und halten. Beckenboden fest, Bein nach oben, abstellen. Kurz den Beckenboden locker lassen, aber halte die Spannung oben. Anspannen, anderes Bein, abstellen und halten. Und nach oben. Spannung halten, absenken, Beckenboden locker lassen, wieder anspannen, anderes Bein nach oben, absenken. Einmal noch jede Seite, schön nach oben ziehen, drück dein Gesäß nochmal weit nach oben, stell ab und komm noch einmal zum letzten Bein. Abstellen. Leg dich langsam nach unten ab und komm in eine Beckenschaukel. Entspann deinen unteren Rücken. Lass alles locker und arbeite nur aus dem Becken heraus. Leg dich jetzt locker ab. Zieh dein rechtes Bein zum Körper ran, dein linkes Bein folgt. Halte dich an deinen Knien fest. Beweg dich langsam nach vorne und nach hinten. Hebe Kopf und Schultern vom Boden mit ab und komm mit ein bisschen Schwung nach oben in den Sitz. Wir greifen hinter den Körper, strecken die Beine weit nach vorne aus. Schau, dass du einen guten Halt mit deinen Händen am Boden hast. Beine sind ausgestreckt. Zieh dich lang nach oben, die Schultern gehen nach hinten, Beckenboden anspannen. Zieh den Bauchnabel nach innen, heb dein Gesäß leicht vom Boden ab. Halte die Spannung und komm langsam wieder nach unten. Beckenboden fest, Bauchnabel nach innen und Po leicht vom Boden abheben und wieder senken. Noch zweimal anspannen. Nach oben abheben, senken, locker lassen. Letztes Mal Beckenboden fest nach innen ziehen. Schieb das Gesäß noch einmal nach oben und setz dich dann locker wieder ab. Stell die Beine auf, greif an deinen Knien, nimm dich einmal und nach hinten und richte dich wieder weit nach oben auf. Rund werden und aufrichten. Noch zweimal, atme nochmal tief durch und letztes Mal aufrichten. Schieb noch einmal die Arme hinter den Körper, die Hand, Fingerspitzen zeigen zu dir. Bring Kraft in den Boden, spann deinen Beckenboden an und mit der Anspannung heb jetzt dein Gesäß weit nach oben ab. Spannung halten und langsam wieder nach unten senken. Kurz entspannen. Anspannen und wieder weit nach oben. Locker lassen.
absetzen. Nach oben drücken. Und nach unten. Noch zweimal. Beckenboden aktivieren. Nach oben schieben. Kurz halten. Und langsam wieder nach unten. Ein letztes Mal. Nach oben schieben. Nach unten absenken. Schieb dich wieder weit nach vorne. Greif an deinen Knien, werde rund. Und richte dich auf. Rund werden. Und aufrichten. Verbinde diese Übung mit deiner Atmung. Atme aus beim Rundwerden und ein beim Langwerden. Noch einmal Rundwerden. Richte dich jetzt weit nach oben auf und senk die Schultern ab. Wir drehen uns einmal über die Seite in einen Vierfüßlerstand. Die Knie sind genau unter der Hüfte. Die Handgelenke unter der Schulter, Fingerspitzen sind gespreizt und drücken in den Boden rein. Drück dich erstmal weit aus den Schultern nach oben raus, mach dich ganz rund und schieb dich weit nach vorne durch. Rund werden und durchdrücken. Noch einmal rund werden, durchdrücken. Und finde dich in einer neutralen Position wieder. Zieh dein Bauchnabel nach innen, zieh die Taille lang, spann den Beckenboden auf und stell die Füße hinten auf. Heb die Knie leicht vom Boden ab, halte die Beckenbodenspannung und setz die Knie wieder ab. Beckenboden fest, Knie nach oben, Knie nach unten und locker lassen. Anspannen, abheben, absetzen und locker lassen. Anspannen, abheben, locker lassen. Zweimal noch, einmal nach oben drücken. Die Knie sind nur ganz wenig vom Boden abgehoben, der Blick geht nach unten. Und ein letztes Mal, anspannen, nach oben schieben. Absetzen, leg deine Füße um und schieb dich weit nach hinten und atme durch. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Lass auch deinen Beckenboden ganz locker. Atme ein und komm nach oben. Selbe Position. Füße hinten aufstellen, aus den Schultern rausdrücken und einen neutralen Rücken. Heb jetzt deinen linken Arm vom Boden ab. Achte darauf, dass der Rücken gerade bleibt. Spann deinen Bauch an, zieh den Beckenboden nach innen und heb dein diagonales Bein, also dein rechtes Bein, nach oben ab und halte. Halte die Beckenbodenspannung. Locker lassen. Und entspannen. Beckenboden anspannen. Nach oben kommen. Halte die Spannung. Führ langsam wieder nach unten. Und entspannen Beckenboden. Andere Seite. Beckenboden fest. Nach oben. Langsam absenken. Und entspannen. Andere Seite nach oben schieben. Halte die Spannung. Nach unten schieben. Entspannen. Einmal noch jede Seite. Spann den Beckenboden nochmal fest an. Zieh weit nach oben. Halte die Spannung. Langsam nach unten absenken. Und entspannen. Letztes Mal, nach oben, lang machen, Beckenboden fest,
Langsam nach unten absenken und nach hinten schieben. Atme durch. Lass alles locker. Roll dich langsam nach oben. Kreis einmal die Schultern. Stütz dich vor dem Körper auf und komm nach oben zum Stand. Wir richten uns weit nach oben auf, ziehen den Bauchnabel nach innen und ziehen die Taille lang nach oben. Spann deinen Beckenboden an und hebe einen Arm nach oben ab und das diagonale Bein ebenfalls. Balanciere dich aus. Spann deinen Beckenboden jetzt an und entspanne wieder. Anspannen und entspannen. Noch einmal anspannen und entspannen. Spann dich noch einmal an. Zieh jetzt dein Knie Richtung Arm nach oben. Rotiere einmal zur Seite. Halte die Beckenbodenspannung und drück dich weit nach oben raus. Kurz locker lassen. Anspannen. Einrotieren. Halte die Spannung und schieb dich wieder weit nach oben aus. Achte darauf, dass du dich schön weit oben hältst. Zieh die Fußspitzen ran und dreh noch einmal zur Seite ein und setz dich dann wieder am Boden ab. Aufrechter Stand, andere Arm nach oben, anderes Bein nach oben. Halte die Spannung. Beckenboden fest und wieder locker lassen. Anspannen und entspannen. Anspannen und entspannen. Mit der nächsten Anspannung zieh dein Knie nach oben und rotiere zur Außenseite des Knies. Halte die Beckenbodenspannung. Und öffne wieder zur Seite. Anspannen, rotieren. Und wieder öffnen. Wenn es dir schwerfällt, das Gleichgewicht zu halten, tipp einfach immer wieder am Boden ab, so kannst du dich wieder sammeln und von hier dann wieder starten zur Rotation. Einmal öffnen und absetzen. Führ deine Hände auf deine Oberschenkel. Mach einmal einen runden Rücken und drück dich durch. Rund werden und durchdrücken. Rund werden. Werde noch einmal rund. Lass dich locker nach unten hängen. Roll dich langsam nach oben auf. Kreis deine Schultern. Und du hast es geschafft. Wiederhole diese Kombinationen immer wieder. Du kannst variieren. Im Stand kannst du dich gerne noch irgendwo festhalten. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der Beckenbodengymnastik. Bis zum nächsten Mal.